So, da sind wir wieder zurück. Tag 7, 19:32 Uhr. Es ist dunkel geworden. Und ja, Freunde, wir haben ja hier unsere Butze in der letzten Folge abgesichert. Hier haben wir schön ein Tor hingeballert. Hier drüben haben wir ein Tor. Die beiden Seiten hier, die Türen haben wir auch abgesichert. Haben ein kleines Türchen hingemacht. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier drinnen sicher. Unsere Karre haben wir hier drinnen auch geparkt. So, jetzt wollen wir natürlich mal gucken, ob wir die Zombies hier gemütlich bekämpfen können. Vorher will ich mal gucken, dass wir uns hier irgendwie mal ein bisschen Licht zaubern können. Wo habe ich denn hier eine Fackel, Freunde? So, Basic Torch. Wir brauchen 4 Sticks und 2 Tüchele. Gucken wir mal kurz. Tücher haben wir. So, dann brauchen wir noch 2 Sticks. Wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Pass auf, der letzte. Natürlich. Natürlich. So, machen wir uns mal schnell mal eine Fackel. Craft yourself. 13 Minuten braucht er für so ein Fackelchen. So, dann gucken wir mal, wie hell das Ding wird. Wir machen mal nochmal leer hier Inventar. Brauchen wir jetzt nicht. So, was haben wir noch bei? Ihr habt die Tücher, genau. So, wie können wir jetzt hier die Fackel benutzen, Freunde? Hallo? Hallo? Ah ja, okay. Ich verstehe. So, machen wir an. Ja. Kumpel, wie geht denn das jetzt hier? Wie mache ich denn das jetzt, Freunde? Muss ich die erstmal irgendwie. Ach so, wartet mal ganz kurz. Wir haben doch hier den Biodiesel. Ja, ich brauche jetzt hier aber nicht Windows-Kack hier. Hat er die jetzt getränkt oder nicht? Mach mal was, bitte. Merkwürdig. Wie funktioniert denn das? Was brauchen der bitte? Haben wir doch, oder? Dafür. Oder ist das zu wenig? Warte mal kurz. Oh, es ist hier dunkel, Freunde. Nee. Wo ist denn hier das gerenderte Fett? Hier. So, gucken wir mal. Das ist ja jetzt. Macht er nicht. Macht denn der das nicht? Das ist ja jetzt natürlich ärgerlich, ey, dass ich das hier schon wieder nicht hinkriege. Wieso macht denn der mir das nicht? Ist doch blöde. Kapier ich nicht. Schade. Ja, und ist jetzt natürlich echt zu dunkel, wa? Nee, muss ich erstmal rausfinden, Freunde, wie das hier geht mit der Fackel. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Schade. Wenn ihr da eine Ahnung habt, wie das funktioniert mit der Fackel hier, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Damit wir hier mal ein bisschen Licht drin haben. Ich werde ja auch nächste Mal so eine brennende Tonne oder irgendwie ein Lagerfeuer hinstellen. Damit wir da dann Licht haben und die Zombies endlich mal ein bisschen von drin aus beschießen können. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Ich hätte jetzt zu gerne mal ein bisschen in der abgesicherten Butze hier mal ein bisschen beschossen. Aber soll nicht so sein. Jo, müssen wir schlafen. Machen wir beim nächsten Mal alles fertig, Freunde, ja? Ja, wie gesagt, wenn ihr da Ahnung habt, wie das hier funktioniert mit der Torch, wäre ich euch sehr dankbar. Ich kapiere das jetzt gerade null, wa? Ja, was haben wir vor, Freunde? Ich möchte heute mit euch in die Mine fahren. Wir machen uns dazu mal einen Schrank fertig. So, Fleisch nehmen wir mit. Leder brauchen wir jetzt nicht. Das schmeißen wir raus. Fleisch haben wir auch erstmal jetzt hier.
Ja, wir haben genug Fleisch dabei. Das spoilt hier eh bald weg. So, dann machen wir den Rest erstmal weg hier. So, Speere nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Reichen auch die, die wir jetzt haben. So, dann nehmen wir mit eine Axt. So, und dann machen wir uns einen Schrank auf die Karre, damit wir schön looten können. So, machen wir auf hier. Ist das geil, dass wir jetzt hier alles beisammen haben? So, nehmen wir einen mit oder nehmen wir hier noch ein Köpfchen mit? Ist hier noch irgendwas irgendwie leer oder so? Na komm, nehmen wir hier noch so eine Militärkiste mit. Wird ja nicht schlecht. Wer weiß, was wir finden. So, komm mal hoch. Du machst das jetzt hier so schwer. Nimmst du das nur so, oder was? Na gut, schmeißen wir jetzt erstmal so rein. Passt. So, die Torch brauchen wir aber nicht. Die lassen wir hier. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert, wa? Bin ich ein wenig überfragt. So, Schrank haben wir, das haben wir. Wir haben Fleisch, wir haben Trinken, wir haben Speere. Wir haben die Brechstange, falls irgendwas passiert. Wir haben eine Axt zum Abbauen. Ja. So eine Spitzhacke fehlt uns. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo man die macht. Ich hoffe, dass man die drüben in der Schmiede craften kann. Deswegen fahren wir mal ganz kurz mal in die Schmiede rüber. So, machen wir auf hier. Ich hoffe wirklich, dass man die da machen kann. Langsam aber sicher wird es hier ganz schön kompliziert. Ja, muss man viel lernen, muss man viel üben und ich rotze hier schon wieder meine Tastatur voll. So. Gucken wir mal. So, vorsichtig, wir haben noch keinen Wagenheber. Wir müssen erst die Werkbank upgraden. So, zeig mal her. Axt. Spitzhacke. Ah, brauchen wir Eisen, wa? Ne, Metall brauchen wir. Ja, die kriegen wir natürlich nur aus der. Oder obwohl. Obwohl! Was müssen wir an einschmelzen, um hier Metall zu kriegen, Freunde? Das müsste doch eigentlich Metallschrott sein, oder? Wir gucken mal schnell. Wir holen mal ein bisschen Metallschrott. Hundertprozentig ist das Metallschrott. So, nicht, dass ich wieder hier irgendwo gegen crashe. Na, kommt da hoch, kommt da hoch. Ein bisschen mit Anlauf. Och, komm schon. Irgendwas stört ihn. Sag mal, wir haben hier ein Pickup, Freunde. Wo ist jetzt hier das Problem? So, fahren wir nochmal ab nach Hause. Holen wir ein bisschen Metallschrott. Gucken wir, ob wir das einschmelzen können. So, und dann wollte er noch Bretter haben, habe ich gesehen. So, nehmen wir mit. Ja, wo habe ich denn jetzt hier alles? Ist ja wieder alles schön sortiert hier. Muss ich Bretter erst sägen oder was? Muss ich erst sägen. So, aber nehmen wir aber schon mal Metallschrott mit. Metallschrott, wo bist du? Oh, Scheiße. Haben wir jetzt alles beim Bauen verbraucht? Zweimal, toll. So, hier machen wir schnell ein paar Bretter, dann haben wir die wenigstens schon mal. Scheiße. Ja, müssen wir ein paar Autos auseinandernehmen, Freunde. Bringt nichts. Müssen wir ein paar Autos auseinandernehmen? Eieiei. Ressourcen sind beim Bau ganz schön zu Neige gegangen. Wir müssen zusehen, dass wir hier ordentlich weiter looten. Aber ich denke mal, auf dem Weg dahin finden wir ein paar Autos, die werden wir auseinandernehmen. Und dann passt das Ganze auch schon wieder, denke ich. So, fahren wir runter. X10 ohne umzukippen. Natürlich. Schafft er alles. So, raus mit dir. Gucken wir mal, ob wir die zwei hier einschmelzen können. Ja, einen Metallbarren kriegen wir hier. Wie viel brauchen wir für die Spitzhacke?
Wo warst du, liebe Spitzhacke? Ach, hier drüben. Nee, du warst doch hier, oder? Hier durch, wo war die Spitzhacke? Hier war sie. 8 Stück. Ja, wir müssen in die Mine, Freunde. Wir müssen in die Mine. Das kann hier in Ruhe durchschmelzen. So, die Bretter, die lassen wir kurz mal hier liegen. Habe ich vergessen durchzusägen. Ah, ich bin leicht nervös. Ich freue mich jetzt nämlich schon auf die Mine. Mal was Neues. So, wenn wir uns erstmal hier das getrocknete Fleisch jetzt mal reinziehen. Oh, ist aber relativ ergiebig, muss ich sagen, oder? Macht schon was her. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich hoffe, ich finde den Weg. So, schöne Drehung hat er gemacht. So, hier sind Autos, die nehmen wir später dann auf jeden Fall mit. Jetzt müssen wir aber erstmal zusehen. Ich weiß nämlich nicht so genau, wo das ist. Ich orientiere mich jetzt nur an die andere Mühle. Müssen wir nur mal kurz zu der anderen Mühle fahren. Ich glaube, da müssen wir noch ein Stücke. Wo war die denn? Da hinten war sie. Die müssen wir auch bald mal leer räumen. Da waren nämlich auch ein paar Zombies. So, und dann müssen wir hier lang. Und da hinten irgendwo müsste die Mine sein. Wartet mal, Freunde. Die werden wir. Die Autos nehmen wir auseinander. Die nehmen wir schnell mit. Auf jeden Fall. Vorher gucken wir mal schnell. Ich habe jetzt natürlich keine Kanne mit bei. Also wenn. Oh! Oh! Also Schrott dürfte jetzt hier nicht mit dabei sein. Ne, den können wir nicht machen. Aber da, die zwei hier. So, die nehmen wir auseinander. Wir müssen zusehen, dass wir den Sledgehammer mal so bald wie möglich gecraftet kriegen. Dass das alles hier ein bisschen schneller funktioniert. Hier haben wir auch die Bretter dann. Die wir brauchen. So, es geht aber auch relativ schnell hier mit der Axt. Wollen wir nicht meckern. So, zeitlich wird es eng. Wir gucken mal, dass wir auf jeden Fall erstmal die Mine finden. Vielleicht werden wir das Gebiet außenrum dann erstmal looten. Und dann in der nächsten Folge werden wir da mal in die Mine reindackeln. Wir schauen mal. Wir gucken uns mal an, wie lange wir es hier noch brauchen. Eine schöne Coke haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, was hast du unter der Haube? Nichts. Gut. Machen wir schnell Inventar leer. Dann haben wir hier schönes Handschuhe. Müssen wir mal gucken, ob wir die anziehen können. Ob wir welche brauchen. Tablettchen. So, weiter geht's, Freunde. Attacke. So, ich hoffe, das ist hier hinten. Oh, was haben wir da Schönes? Da oben war der Scharfschütze, möchte ich meinen. Möchte ich meinen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich bin hier schon mal lang gedackelt. So, Blätter können wir immer gebrauchen, haben wir gelernt. So, wir nehmen mal vorsichtshalber hier die Speere. Man weiß ja nie, was hier abgeht. Ja, wir sammeln jetzt ein bisschen ein. So, Freunde, andere Frage. Diese grünen Wasserflaschen. Wofür braucht man diese? Ich habe noch nicht herausgefunden, wofür man diese grünen Wasserflaschen braucht. Das würde mich echt mal interessieren. Wenn ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet, wäre ich euch da sehr dankbar. Vielleicht sogar der Olaf ist da wieder sehr aktiv dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ah, dieser Husten. Eine weitere Axt. Oh, ob das was wird mit Blair Witch? Ich merke, ihr kriegt langsam Halsschmerzen, Husten. Ich hoffe, das wird nicht doller. So, aber hier ist erstmal schick. Soweit haben wir. Ein Stick. Ja, hier könnten wir was claimen. Aber da oben müssen wir auch unbedingt mal lang. Ich denke mal, da wird ein Banditenlager sein, wenn da schon Scharfschütze oben steht. Werden wir alles machen, Freunde. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen. Da oben, der Hochsitz, der wird das sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen besser equipped sein. Ja, wir sind ja hier, glaube ich, halbnackig. Gucken wir gleich mal, wenn wir ausgestiegen sind. So, Minchen, wo bist du?
glaube, da oben, wenn das nicht sogar ein Banditenlager ist, müssen wir vorsichtig sein. Kommen wir hier nach oben? Kommen wir hier nach oben? Komm, zieh durch! Das sieht mir nach der Mine aus. Oh, wunderschön. Hier können wir schön noch ein bisschen looten, Freunde. Da freut mich. Ich loote sehr gerne. Das sieht mir auch leicht nach Militär so ein bisschen aus. Ihr wisst ja, was Militär heißt. Da gibt es immer schön was zu holen. Nehmen wir schnell mal mit hier. Haben wir schön Auge drauf. Ja, das haut ungefähr hin. Dann werden wir in der nächsten Folge, dann morgen, werden wir uns ganz genüsslich da in der Mine umschauen. Werden unsere ersten Metallbarren durchjagen. Machen uns die Spitzhacke, können nochmal hoch, damit wir alles ein bisschen ergiebiger farmen können. Machen uns den Sledgehammer. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal, steht auf dem Zettel. Dann möchte ich mit euch ein weiteres Banditenlager auseinandernehmen. Auf der Hoffnung, in der Hoffnung, dass hier irgendwo NPCs dann auf uns warten, damit wir die Arbeit für uns machen lassen können. Aber Freunde, das sieht hier noch nicht so ganz fertig aus, hier die verwaschenen Texturen. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Hier sieht schlecht aus, Freunde. Wir müssen auch mal zusehen, dass wir hier irgendwo unsere Zweitbase aufstellen. Zwar ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, dass wir fahren mal die Tage mal ein bisschen weiter raus. Machen wir eine schöne, gemütliche Loot-Runde. Und gucken wir mal, was ein bisschen weiter draußen so abgeht. Und dann werden wir mal zentral irgendwo weiter weg uns eine Second Base aufbauen. Damit wir da gemütlich. Wir gucken irgendwo eine Riesenstadt oder sowas, wo wir ein bisschen looten können. Und da machen wir uns eine kleine zweite Base hin. So eine kleine Hütte. Gucken wir mal, was es da Schönes gibt. Boah, hier ist aber viel zu looten. Ich glaube, da unten ist die Mine. Ja, da unten ist die Mine, Freunde. Aber ich würde sagen, wir looten erstmal hier die Gegend weg. Aber hier ist nicht los, Freunde. Hier ist echt nicht los. Ist jetzt gerade ein bisschen schade. Wir kommen mal mit der Karre mal ein bisschen näher. Ich hätte echt gedacht, dass hier ein bisschen mehr los ist. Ja, mal gucken. Will noch nicht meckern. So, das Teil hier nehmen wir noch mit. Aber hier geht noch nicht auf. Ist alle zu. Sieht mir auch so nicht fertig aus, als wenn sie hier noch ein bisschen Design werden. Was ist hier los? Nee, das ist noch nicht fertig. Das stelle ich mir aber auch geil vor, wenn man hier durch den Schlauch durch könnte. Sich hier seine Base hier drinnen so aufbauen. Oh, ich hänge hier fest, oder? Nee. Oh, da können wir rein. Aber hier ist leider nichts los. Schade. Schade, schade, schade. Ja, wir werden mal die Tage da hinten durchfahren. Gucken, was es da so Schönes zu erkunden gibt. Aber hier ist jetzt gerade Flaute. Ja, da hinten ist jetzt erstmal auch nichts. Kann ich erstmal nichts erkennen. Gucken kurz mal hier noch ein Stücke. Nö. Also bis jetzt ist hier leider nichts. Ja, deswegen würde ich sagen, wir machen mal zeitlich passt das Ganze noch. Machen mal einen kleinen Abstecher schon mal in die Mine rein. Mal grob geguckt, was da so abgeht. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen was abbauen. Das war in der nächsten Folge, wenn wir uns die Mine nochmal gemütlich angucken, die Spitzhacke parat haben. Genau, Freunde, das machen wir auf jeden Fall. Wir gucken da schon mal rein jetzt. Das ist jetzt ein bisschen mager gewesen. Ich hätte echt gedacht, hier ist ein bisschen mehr los. Schade. Umso mehr wird in der Mine abgehen, hoffe ich jetzt. So, parken wir mal. Zack. So, ich bin gespannt, Freunde, was hier abgehen wird. Aha. Aha.
Ja, mein Camp. Hier wird da bestimmt wieder ein Rucksack sein, oder? Mal hier hat er seine Hausschuhe vergessen. Schön Hausschüchchen. Wie viele Slots brauchen wir? Wir brauchen noch so viele Slots, Freunde. Wir brauchen unbedingt Rucksäcke. Können wir leider nichts auseinandernehmen. Auf jeden Fall hat er hier schön gegessen. Hose hat er hier liegen lassen. Ah. Guck mal, hier ist schon das erste Teil. Was ist das? Lässt er mich nicht abbauen. Ja, scheiße, brauchen wir echt die Spitzhacke, Freunde. Müssen wir zusehen, dass wir den ein paar Autos noch zerlegen. Ja, kriegen wir nicht hin mit der Axt. Wir brauchen die Spitzhacke. Was sieht das aus? Das sieht aus irgendwie wie Sulfat oder so. Schade, auf jeden Fall einen Blick riskieren wir kurz mal, wie es hier abgeht. Okay. Oh, da leuchtet Licht. Da wird es bestimmt was zu looten geben. Wow. Aber hier ist leider nicht. Wow. Oh, hier sind schöne Kisten, Freunde. Oh, ich will die Tür aufkriegen. Warum nicht? Warum ist das hier so klein? Ich dachte, es geht ein bisschen tiefer rein. Aber warte mal. Da ist Licht. Auf jeden Fall haben sie vor, da noch was zu bauen, denke ich mal. Ein Hütchen können wir auch nicht mitnehmen. Hier ist alles leer. Oh, ich will da rein, Freunde, wa? Müssen wir gucken, wenn die Mine fertig ist, dass wir hier irgendwie reinkommen. Ja, Freunde, wir brauchen die Spitzhacke. Wir müssen noch ein paar Autos crashen. Wir brauchen Metallschrott. Das habe ich im Auto schon. Damit wir uns die Spitzhacke machen können. Und danach, Freunde, machen wir eine gemütliche Runde hier in der Mine. Damit wir hier ein bisschen, ja, wir brauchen den Sledgehammer. Wir brauchen einfach den Sledgehammer. Wir brauchen die Spitzhacke. Wir brauchen Metall. Ganz einfach. Ja, und dann werden wir gucken, dann können wir hier alles schön durch den Schmelzofen klatschen. Ja, das machen wir, Freunde. Wir gucken mal schnell, dass wir auf dem Weg noch zurück noch ein paar Autos finden. Wenn nicht, fahren wir kurz mal auf die Straße. Nehmen da ein bisschen was auseinander. So, hier vorsichtig jetzt so. Ja, da hinten raus, wo wir gerade geguckt haben, möchte ich mit euch eine andere Folge ganz gemütlich machen. Dann nehmen wir uns zwei Spinte mit und eine Militärkiste zum Beispiel. Dann werden wir da ganz genüsslich mal einen Ausflug machen. Jetzt gucken wir mal schnell, ob wir hier irgendwie noch ein paar Karren finden. Denn wir brauchen Metallschrott, Freunde. Was geht da hinten ab? Boah, ist das wackelig hier. Was ist hier los? Hier ist nichts los. Jetzt sah mir so verdächtig nach einem Zelt aus. Schade. So. Ja, dann können wir auch endlich Zahnräder machen, damit. Ui. Da wäre es nämlich fast passiert, damit wir nämlich die Werkbank upgraden können und uns den Wagenheber machen können. Denn das wird nicht mehr lange so gut gehen. Wir werden irgendwann mal umkippen. So wie ich hier fahre. Ist da hinten los? War das da hinten mit dem Sniper? Wir gucken mal kurz. Ah ja, ah ja, aha. Ein Zelt und ein Auto, aber nicht das, was wir abbauen können. Na, vielleicht hat es ja Schrott für uns. Ah, auf jeden Fall Benzin. Müssen wir uns merken, Freunde. Oh, schön. Futter, trinken. Biodiesel. Streichhölzer brauchen wir auch wieder. Geil. Ein Rucksack. Freue ich mich auch. Geil. Wenn hier jetzt noch ein Rucksack ist, leider nein. Schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Ist ja nicht so schlimm. So. Sehr geil. Ich riskiere mal ganz kurz einen Blick da nach oben. Wir halten Ausschau nach dem Wachturm. Nee, sieht nicht danach aus. Ich glaube, hier können wir lang.
Ah. Fahren wir mal da rum, mal gucken, was da ist. Oder ist ein Hochsitz? Nee, da möchte ich jetzt nicht hin. Das wird das sein mit dem Scharfschützen. Will nicht, dass der jetzt meine Karre hier kaputt macht. Nee, machen wir nicht. Wir werden jetzt noch schnell. Ja, wir werden jetzt noch schnell ein Auto suchen. Wow, wir sind aber auch hier rasant unterwegs, Freunde. Die wird uns umkippen, die Karre. Irgendwann wird es passieren, sage ich euch. Nur mal gucken, wie wir hier nach Hause kommen. So, da geht's lang zu dem Banditenlager. Hier ist wieder die Mühle. Mit unseren Nachbarn. Die wir auch bald mal erlegen müssen. Da gibt es auch sicher schön Loot. Ja, da wird es schön Loot geben, Freunde. So, Autos. Wir brauchen Autos. Machen wir kurz einen Abstecher auf die Straße. Wow, ein Zombie. Ein Zombie, Freunde. Ist sowas Schönes bei? Nein, hat er nicht. Ja, komm, Freunde. Wir fahren schnell mal auf die Straße. Da ist unser Zuhause. Machen schnell noch ein, zwei Autos kaputt. Und dann jagen wir das schnell mal durch die Schmelze durch. Und dann gucken wir uns morgen, wenn wir die Spitzhacke haben, die Mine an. Ganz einfach. Kann ich das Ding eigentlich auseinandernehmen? Nö. So, hier können wir auch nur looten. Ach Mensch. Schöne Federn. Schade, dass ich die nicht kaputt machen kann. Oder dich hier, ey. Ja, wo sind denn hier Autos zum kaputt machen? Da. So. Zwei Autos sehe ich hier gerade zum kaputt machen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir mit das gute Stück. Ja, passt schon. Zeitlich passt das. Oh, jetzt brauche ich aber ganz schön lange. Entweder nutzt hier die Axt langsam ab. Oder ich weiß nicht. Und dann wird hier schön was rauskommen, oder? Ja, geil. So, nehmen wir das hier auch noch mit. Ist hier noch was drin? Nö. Nehmen wir mit. Was ist denn mit der Axt los? Die ist doch noch gut. Ich weiß nicht, ob wir da sechs Metallbarren jetzt zusammenkriegen. Ich weiß nicht, Freunde. Mal gucken. Wir machen noch ein bisschen, bis wir eingeschmolzen haben. Denke ich mal, machen wir jetzt noch. So, gib mir schön viel. Kommt aber eine Autobatterie, zwar nur 25%, aber wir wollen ja nicht meckern. Geil, weil unsere ist auch bald hinüber. Schön, freut mich. Müssen wir nur aufpassen, dass hier nicht der Bär nachgespawnt ist. Das wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich. Räucher mal vorher mal schnell. Habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf auf ihn. So, die zwei Autos hier nehmen wir noch mit jetzt. Da sind zwar auch welche, aber die heben wir uns auf, wenn wir den Sledgehammer haben. Falls es jetzt reichen sollte. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus. So, nach der Karre essen wir mal schnell eine Beere. Ich hoffe, ich habe die im Inventar gelassen. Stamina ist nämlich bald hinüber. Was sagt eigentlich die Müdigkeit? Geht, passt alles. So, ess mal, mein Freund. Ess mal. So, die Karre nehmen wir jetzt hier noch mit. Ich sehe jetzt hier gar keinen Bär. Ah. Ja, wir müssen auch demnächst mal wieder einen Bär holen. Weil die Steaks, die spoilen ja relativ schnell. Werden wir demnächst mal bald mal wieder ein Bärchen holen. Oder ich weiß ja nicht, ob es mittlerweile jetzt weitere Tiere hier gibt als ein Bär. Vielleicht ein Hirsch oder ein Wolf oder was auch immer. Ja, wir müssen ein bisschen weiter raus, Freunde. Wir werden mal die Tage mal ein bisschen weiter rausfahren. Oh, wieder eine Batterie. Geil, geil. Erst haben wir folgenlang geguckt. Haben wir keine gefunden. Und jetzt haben wir sie.
So, ziehen wir uns hier noch schön Bärensteak rein. Ja, haust dir schön rein, mein Freund. Oh, das zieht aber Durst ohne Ende. Habt ihr das gesehen? Meine Fresse, zwischen war schnell noch eine Cola hinterher. Schön. So, haben wir gesagt, gehen wir jetzt nach Hause, schmelzen ein. Bin mal gespannt, ob das reicht. Ich bin mal gespannt. Oh, ich kann wieder nichts tragen, wa? Müssen wir noch irgendwie was essen? Benzinkanister habe ich doch bei. Ja, ich bin ein bisschen nervös heute, Freunde. Boah, das zieht aber auch. Durst, muss ich sagen. Das Bärensteak. So, nimm mal Steinchen mit. Hier noch eins. Hier noch ein Stick. Schön. Freut mich, dass wir hier so viel Schrott jetzt bekommen haben und so viel Autobatterien. Über die Autobatterien freue ich mich aber heftig, wa? Folgenlang haben wir hier nach den Autobatterien gesucht. Nach der Autobatterie. Nischt. Und jetzt zwei Autos kaputt, ihr macht zwei Autobatterien. Ja, moin. So. Riskieren wir es jetzt hier durch? Hat er hingekriegt, hat er hingekriegt. So. Wollen wir mal durch. Zu unserer Schmelze. Gucken wir mal, ob sie reicht hat. Wow, da hätte es fast passiert. Da wäre es fast passiert. Haben wir schön gerettet, das Ganze. So, Kumpel. Zeig mal her. Okay, wir nehmen erstmal den Schrott, den wir jetzt hier haben. So, hier haben wir schon mal einen Barren. Klatschen mal schnell durch. So, den Barren nehme ich schon mal. So. Autobatterie rein. Fressen rein. Federn rein. Zwei Sägen. So, Metallschrott nehmen wir rüber. Dann brauchten wir die Bretter, die haben wir. Das war schon wieder Metallschrott. Komponenten brauchen wir jetzt gerade nicht. So, nehmen wir die Blätter noch rüber, die brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Wieso komme ich nicht an den Spind ran? So, Spindchen. Den Kram hier auch noch rüber. So. Schön, müsste reichen jetzt erstmal. Haben wir. So, die Axt ist gleich hinüber. Die lassen wir im Inventar. So, dann gucken wir mal, wie lange das überhaupt dauert jetzt hier, das Ganze. Hat er fertig? Nee, doch. Hat er fertig oder nicht? Macht er mir das jetzt oder nicht? Ist das jetzt durch? Nee, dauert 20 Minuten, Freunde. Guckt mal. Dauert Ingame-Zeit jetzt hier. Ach so, okay, ich verstehe. Na gut, wir kriegen auf jeden Fall hier genug Barren jetzt raus. Das reicht auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge ganz einfach dann jetzt hier die Spitzhacke. Ja, das reicht. Bretter haben wir auch genug da. Gehe ich nochmal schnell welche durchsägen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Und dann werden wir nochmal hoch in die Mine mit der Spitzhacke. Und dann werden wir die Spitzhacke. Mann, mein Deutsch, Freunde, ey, hilft mir. Dann werden wir mit der Spitzhacke in der nächsten Folge die Mine looten. Da werden wir schön alles abbauen, werden gucken, werden hier alles schön durch die Schmelze jagen. Werden gucken, was wir da rauskriegen, was wir da Schönes mit craften können. Ja, seid auf jeden Fall gespannt, Freunde. Was hat denn der jetzt hier mit dem Hunger? Ne, Lebensmittelvergiftung, warum? Fleisch ist doch gut. Was ist sein Problem? Ach du Scheiße, wie kriegt man jetzt hier eine Lebensmittelvergiftung weg? Dann muss ich da mal gucken gehen in der nächsten Folge, ob ich irgendwie ein Antibiotikum oder sowas habe. Muss ich mal gucken, wie man das heilen kann. Ach du Scheiße, Freunde. Hä? Ja, Freunde, nächste Folge gehen wir auf jeden Fall in die Mine. Bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir die Mine auseinandernehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dabei seid.
Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr seid in der nächsten wieder dabei. Ja, wenn ihr mich abonnieren wollt, wenn ihr mehr sehen wollt von Miss Survival auf meinem Kanal, ich bin heute ganz schön durcheinander, meine Fresse. Ein Daumen nach oben würde mich natürlich auch sehr freuen. Ich bedanke mich nochmal. Euer Stefan, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.